Ukrainisches Getreide für die Welt. Die Versorgung damit hängt an einem seidenen Faden. Riesige Frachter müssen vorbei an russischen Kriegsschiffen und dann durch den Bosporus. Nun ist dieser Faden erst einmal gerissen. Russland hat das Abkommen zum Export ausgesetzt, das Türkei und UN vermittelt hatten. Die Folgen lassen sich in der türkischen Metropole Istanbul beobachten, denn alle Frachter müssen durch die Meerenge dort. Das Marmara Meer vor Istanbul. Zurzeit ein Parkplatz für Frachter. Dutzende Schiffe warten hier auf die Weiterfahrt durch den Bosporus in die Schwarzmeerhäfen der Ukraine. Das Getreideabkommen im Juli vermittelt von den Vereinten Nationen und der Türkei sollte die sichere Passage der Schiffe garantieren. Doch nun hat Russland den Deal auf Eis gelegt. Monatelang waren Getreideschiffe hier unterwegs, in Richtung Ukraine und zurück. Die Vereinten Nationen nannten das Getreideabkommen ein Leuchtfeuer der Hoffnung. Einen Sieg der Diplomatie inmitten der düsteren Realität des russischen Angriffskrieges. Doch dieser Sieg, so scheint es, ist nicht von Dauer. Der Kreml begründet den Ausstieg aus dem Deal mit einem mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Schwarzmeerflotte nahe der Krim. Dieses Video soll den Zwischenfall vom Samstag zeigen. Die ukrainische Seite sagt dagegen, Russland torpediere das Getreideabkommen schon seit Wochen. Russlands Intention ist absolut klar. Sie bedrohen Afrika und Asien mit einer großflächigen Hungersnot. Es sind gerade 2 Millionen Tonnen Nahrungsmittel auf See. Wenn die nicht ausgeliefert werden, dann verschlechtert sich der Zugang zu Nahrung für 7 Millionen Menschen. Die Ukraine ist einer der wichtigsten Getreidelieferanten für Afrika, den Mittleren Osten und Teile Asiens. Manche Länder haben vor dem Krieg rund 50% ihrer Weizenvorräte aus der Ukraine bezogen. Deshalb war es den UN so wichtig, diese Exportroute trotz des Krieges offen zu halten. Der türkische Präsident Erdogan sagt, sein Land werde sich weiter für Getreideausfuhren aus der Ukraine einsetzen, trotz Russlands Blockade. Auch wenn Russland zögerlich handelt, weil es nicht die gleichen Vorteile genießt, sind wir fest entschlossen, unsere Bemühungen im Dienste der Menschlichkeit fortzusetzen. Die Türkei und die UN versuchen den Eindruck zu vermeiden, das Abkommen sei gescheitert. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben am Montag die Lieferung hunderttausender Tonnen Getreide per Schiff wieder aufgenommen. Doch Russland warnte, die Exporte seien riskant. Man könne keine Sicherheitsgarantien geben. Also eine unsichere Lage am Schwarzen Meer, fragen wir jetzt nach bei Militärethikerin Marina Miron. Ich grüße Sie. Grüße Sie. Russland hat ja nun dieses Getreideabkommen ausgesetzt, weil die Ukraine angeblich wieder die russische Schwarzmeerflotte angegriffen hat. Gibt es denn irgendwelche Beweise dafür? Natürlich gibt es Beweise dafür von der russischen Seite logischerweise, denn sie müssen ihre Entscheidung irgendwie begründen. Und sie haben die Drohnen untersucht, die für den Angriff eingesetzt worden sind. Und anscheinend wurden diese Drohnen vom Vereinigten Königreich geliefert. Und laut der russischen Seite wurde das Ganze auch von dem Vereinigten Königreich und von den Vereinigten Staaten koordiniert. Das war nicht nur die Ukraine. Also das könnte durchaus auch glaubwürdig sein. Würde das jetzt bedeuten, dass Russland dann eben die Schiffe aus der Ukraine angreifen und versenken könnte? In Theorie ja. Russland könnte das machen, aber das wäre natürlich nicht gut für Russland, denn die Länder, mit denen Russland momentan zusammenarbeitet oder eine sozusagen Arbeitsbeziehung hat, sind China und Indien. Und diese Länder, die formen einen Teil von BRICS, Brasilien, Russland, Indien und China. Und das wäre ungünstig für Russland, denn das könnte dazu führen, dass China, Brasilien und Indien sich von Russland abwenden. Dennoch ist es natürlich interessant für Russland, diese Drohung auszusprechen. Man weiß aber nicht, ob sie das tatsächlich machen würden. Und auf der anderen Seite haben wir die Beziehung mit der Türkei, wobei der Erdogan diese Friedensbroker-Rolle spielen möchte.
Und deswegen denke ich nicht, dass es für Russland strategisch klug wäre, Angriffe auf diese Schiffe durchzuführen. Also ist es wie auch in anderen Fällen mit den russischen Drohungen, dass man sie sozusagen im Hinterkopf behält, aber eigentlich ja dann doch irgendwie weitermacht? Ja, genau. Wir müssen einfach schauen und sehen, was passiert. Jetzt sind 12 Schiffe durch Bosporus durchgekommen. Die Reaktion von Russland wird immer noch erwartet, obwohl die Drohung schon am Samstag kam. Jedoch ist momentan nichts passiert und Russland ist auch an den Gesprächen mit den Vereinigten Nationen und der Türkei eingebunden. Und momentan wird diskutiert, wie diese Frage mit dem Getreideabkommen weitergeht. Und andererseits, laut der offiziellen russischen Version, möchten sie auch nicht, dass ärmere Länder kein Getreide bekommen. Und dass Russland dafür sorgen würde, dass sie trotzdem versorgt werden. Natürlich wird nicht gesagt, wie das aussehen soll in Zukunft. Deswegen hoffen wir, dass es eine diplomatische Lösung geben wird. Mhm. Ja, das ist in der Tat zu hoffen. Vielen Dank für diese Hintergrundinformation, Marina Miron. Dankeschön.